Pinguin Mario ganz in seinem Element. Willkommen zurück zur Eiswelt und jetzt geht's weiter mit Welt 3, 2. Gut, der Flossenträger wird mal versuchen, was es hier... Wird mal zusehen, mit 70 Leben. 70 extra Leben. Das ist unglaublich. Dabei hat das Spiel gefühlt gerade erst angefangen. Nein, ich habe mich selbst geschwächt. Aber damit sehe ich nicht mehr so lächerlich aus. Aha. Nun gut. Kugelwilli-Alarm. Oh, Starcoin. Zum Mitnehmen. Geschenkt, alles klar. Gibt's heute Massenrabatt oder Winterschlussverkauf? Das wird sein. Das wird sein. Was? Ich wollte auf den Kugelwilli drauf, voll stylisch und so, aber... Duh. Stern! Was war das denn? Egal. Ich hab einen Stern, Es bringt mir nichts, da jetzt abzuracen. Ich will da hoch. Ich hab da jetzt einiges extra Leben gefarmt, aber trotzdem interessiert mich das hier oben mehr. Was? Nur eine Münze drin? Will mich doch jemand für dumm verkaufen. Na, wie viel bieten sie? Es macht Ratatatzong. Sag mal, ich habe Yoshinski dabei. Ich habe mich gar nicht mehr... Ich bin so alt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gerade bekommen habe. Yoshi, Yoshinski. Ich will jetzt nicht einfach so durch... Aha! Sieht sehr verdächtig aus. Gucken wir uns mal näher an. Oh, ich ahne Schlimmes. Ja, Yoshinski, du kannst mir eine große Hilfe sein hier. Es sei denn, du rennst panisch im Kreis. Sei keine Pussy. Ach, das war's auch schon. Warte mal. Ich dachte, es geht jetzt einen Kilometer hoch. Das ist ja... Das ist ja Pustekuchen. Das ist doch nicht mal Flüsterkuchen. Nee, was ist von Pusten irgendwie? Blasekuchen. Das klingt verwerflich. Nein, nein, nein. Aber du kannst dich nochmal nützlich machen. Thank you, man. War nicht so gedacht, aber ich habe es so gemacht. Na also, jetzt bin ich doch ein bisschen eleganter abgesprungen. Was soll die ganze... Na gut. Bitteschön, bitteschön. Salute! Winke, winke. Ich geh jetzt was essen. Ich setze mich jetzt vor den Fernseher. So, Eisbrüder. Es gibt nicht nur Feuerbrüder, Hammerbrüder, Bumerangbrüder, Eisbrüder. Jonas Brothers. Ja. Oh, dann gehe ich jetzt mal hier zum Level. 3-3, ne? Sieht aber ziemlich eisblockmäßig aus. Ohne Netz und doppelten Boden. Hey, hey, hey. Aber bislang ist nämlich so. Ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich nah rangezoomt. Ich habe noch nicht nur das Gefühl, das ist sogar so. Extra Leben! Sie sind gefeiert. Ach, Mann. Mein Gott, ich gucke halt nach Secrets. Seid ruhig, sagt nichts. Autsch. Kriegt man nicht mal gedankt hier. Die findige Secret-Sucher-Nase. Aber da unten, das... Oh, das ist so ein fieses Versteck. Was man nicht auf dem Eisblock sich anschauen sollte. Ohoho, Herr Mario. Brauchst gar nicht hier auf Weihnachtsmann-Feeling machen. Überlass es mal ganz mir. Ohoho, fröhliche Weihnachten. Kommt ja auch in einem Zeitraum, ne? Ist jetzt gerade Weihnachten, wo der Part rauskommt? Das wird natürlich passen wie eine Eins. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen zu spät, aber ihr kennt mich ja. Verpeilt bis unter beide Ohren. Das sind meine Markenzeichen. Nee, manchmal. Bastja! Kaching, kaching, kaching! So, ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Eiswasser. Das ist so belebend. Upsassa. Upsassa. Kannst du mal bitte? Sehr schön. Ja, da oben wollte ich fast hin, aber wenn da eh nur die alten Fuzzis rauskommen. Nein. War das echt alles?
Ich gehe erstmal weiter, aber es kommt mir höchst verdächtig vor. Checkpoint. Nee, der Level ist noch nicht zu Ende. Nein. Hast du dir gedacht? Hättest du dir vielleicht gewünscht? Komm, wir können wieder unseren Bauch wund rutschen. Los geht's! Beide getroffen! Naja, ich habe das bessere Ende für mich. Ich halte einfach mehr aus. Ich bin auch ein Bruder, aber ein Mario-Brother. Ich brauche aber den Pingu irgendwo für. Irgendeine Starcoin oder was, was noch kam. Ja toll, wird immer besser hier. What the? Könnte man meinen, da wäre irgendein Secret gewesen, aber ist nicht so. Das schlägt ja dem fast den Boden aus. Das Ding nehme ich erstmal mit. Irgendeine Bedeutung haben. Hi. Alles gut. Alles gut. Juhu! Na, ohne das Fass bist du ein bisschen aufgeschmissen, du. Das ist ja wie ein Fass ohne Boden! Souverän. Also bislang ist es heute... Ja, geht schon. Wir sind wieder in der Spur. Es läuft. Und wie es läuft. Bei dem Wetter läuft auch deine Nase. Da schnappen wir uns ein paar Extra-Leben, weil wir so wenig haben. Erst 874.000 Stück. Das reicht natürlich nicht. Ja, wenn, dann will ich mehr. Da will ich bis zu 999 Leben sammeln können. Wenn jetzt die ganze Zeit das bei 100 stehen bleibt, wie in Super Mario World, wäre das ein bisschen lame. One-Up-Kanone, zeig mal. Dann mach ich, glaube ich, eher von dir aus, ne? Wahrscheinlich ein Zeitlimit? Ah! Wie nur ein... Hilfe. Ach, besser als in die Hose geschissen. In dem Sinne geht's weiter. Hi, du. Du bist ja stylisch, ne? Weißer Panzer? Hält sich was für was Besseres, hä? Oh, ihr seid zu dritt. Ich hab nichts gesagt. Erstmal, den kann ich doch schon mal wegbumsen. So. Jing! Ah! Nope! Achso, ist ja noch einer. Ich hab schon... Die verschwinden ja, wenn man alle eingesammelt hat. Und ich dachte, das wäre der letzte und hab deswegen in Kauf genommen, womöglich da rein zu rasseln in den Eisblocker. Und dann war es doch nicht der letzte. Als Lohn gibt es 3 Pilze. Juhu! Und ab ins Geisterhaus. Ja, Geisterhaus, da sehe ich eine Kanone. Na hallo. Wenn das nicht bedeutet, dass wir hier unseren... Ja. Ui! Schön. Wenn das nicht bedeutet, dass es hier wieder einen Secret Exit gibt, dann... Fress ich eine Besenkammer. Samt Dreck und Staub. Alter. Es war so gewollt. Ich wollte nur gucken, ob da was ist. Bleibt mal ganz geschmeidig hier, bitte. Ich musste mal einen genauen Blick riskieren. Ne? Ich nehme mir das alles zu Herzen. Jeder Pixel dieses Spiels will vor mir auf die Ömme bekommen. So. Nun gut, Fake-Türen, pass auf. Aber ich freue mich eigentlich immer auf Fake-Türen, ne? Das heißt dann, hier gibt es keinen Weg mehr. Es bleibt linearer. Stell dir vor, die Türen werden alle real. Oder Lidl. Oder Aldi. Wo geht's denn jetzt? Wo geht's denn dann wirklich lang? Ist ja nicht schwer, die Dings zu finden. Starcoin. Ach, man darf nicht springen. Scholte Kong. Mystische Musik. So. Mario tanzt an der Stange. Wenn ihr wusstet, was ein Zweitberuf ist nach Klempner. Natürlich hier. Stangentänzer. So alte Witwen und sowas. Oh Mann.
Kopfkino. Aber da war doch was. Hä? Da kommt alles rein und raus geschleudert. Okili dokili, Herr Flanders. Jetzt steckt aber echt hinter jeder Wand irgendwas Tolles. Das ist das, was ein Geist auch so mystisch macht. Man kann so schnell alle möglichen Secrets übersehen. Ach, buhu. Komm mal runter hier. Jetzt komm doch mal runter, Mann. Ja. Ah. Ich weiß da was. Ich hab da... I remember that. Heftig. Eines der behindertsten. Ich muss einfach mal echt jetzt mal so Kraftausdrücke benutzen, aber das ist doch kein Secret Exit. Das. Ja, doch, eben doch. Das ist ein typisches Geisterhaus, Secret Exit. Das ist es ja. Also so völlig ansatzlos muss man sich darunter. Wenn da wenigstens eine einsame Münze wäre, wie in Donkey Kong Games, dann hätte ich dafür Verständnis, ne? Aber. Aber so gesehen nicht. Achtung, bitte festhalten. Nicht festhalten? Ich wusste es ja schon, aber ich will nicht wissen, wie vielen da das Herz in der Hose festgefroren ist. Das Herz in der Hose? Ihr wisst, was ich meine. Oh, was da war eine... Ey. Doppel-A. Naja, Hauptsache, wir haben alles gefunden. Ja, und die dritte Starcoin versteckt sich im Secret Exit. Na gut. Jing. Da macht man sich wenigstens auf die Suche. Vielleicht weiß man sonst nicht, wenn das Starcoin fehlt, dass da ein Secret Exit ist. Weil in Super Mario World war das zwar super gekennzeichnet, beispielsweise. Bei einem gelben Punkt gab es keinen Secret Exit, aber bei einem roten. Blöderweise, beim Geisterhaus war ein Geisterhaus abgebildet. Aber das Geisterhaus ist fast immer ein roter Punkt, außer ein Vanilla Dome. Und auch in den Neo-Spielen gibt es in der Tat Geisterhäuser, die kein Secret Exit haben. Gerüchten zufolge. Aber niemand hat sie wirklich selbst gesehen. Nee, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach verdammt hoch, dass sich da irgendwas Böses versteckt. Gut, dann haben wir das schon. Schön, schön, schön. Gebonkt. Wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Und zwar geradeaus im Zickzacks. Jetzt sag ich schon Zickzacks, ne? Das Pokémon. Im Zickzack natürlich. Himmel und Hölle, ey. Ups, ich hab's gar nicht mehr, wo ich mich dran festhalten könnte. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob das Secret Exit irgendwie anders sehen können, diese Abzweigung. Das ist ja echt ganz schön diabolisch. Wie eine scharfe Pizza. Pizza Diaboro. Nee, Diaboromon war auch schon wieder Digimon. Ja, heute bringe ich echt alles durcheinander. Pizza Diablo. So heißen die meistens, ne? Ey, was zum... So, hier runterfallen lassen ist das Rezept. Aber ohne mich... Also diese Münzen sagen doch nichts aus. Die sagen mir aus, das sind Münzen. Okay, da kann man es sehen. Könnte man es sehen, aber trotzdem immer noch ein sehr... fieses Versteck. Ich schätze mal, das eine war eine Fake-Tür. Bin mir allerdings nicht sicher. So, immer so, dann kommt keiner voran. Guck mal links, guck mal rechts, guck mal links. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Buhu, 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 buhu. Hey, Bubu, hey, Bubu, hey, was geht, Bubu? DJ Bubu. DJ Buhu. Das wäre doch mal was. Wohl mit den Geistern waren Paper Mario Stickers da auch schon irgendwas Stylisches. Was waren das genau? Auf jeden Fall irgendwas Cooles gab es mit denen. Kann ich mich gut erinnern. Das war eine Buhu Disco oder sowas. Schon ein geiles Spiel, Paper Mario Stickers da. Soll ja noch Paper Mario 5 kommen. Für Wii U. Mario Time. Ich denke mal, das wird kommen. Das kommt. Kann gespannt sein. Gut, haben wir das auch absolviert. Der Part ist aber noch nicht lang genug. Nein, wir hauen noch ein bisschen was drauf. Ich glaube, wir müssen Lemmy noch besuchen. Aber erstmal... Totti! Jawohl!
Ehre, wem Ehre gebührt. Oh Mann, der lernt's nie. Ich will das jetzt mal komplett... Einmal haben wir richtig gut ausgesehen, kann man nicht anders sagen. Man kann auch voll Pech haben. Geh mal ganz weit weg. Pinguin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und drei in der oberen Reihe. Was geht eigentlich bei euch? Das werden wir ganz schnell vergessen und zum Ausgleich Lemmy auf den Schnabel geben. Auf die Mütze, auf die Ömme, auf den Schnabel. Auf den Deckel. Auf den Allerwertesten. Nee, da nicht hin. Wie sehe ich denn aus? Nur Homo. Hoffentlich war da links nichts in der Wand. Aber das Geisterhaus haben wir jetzt ja abgeschlossen an für sich. Dachte ich mir auf jeden Fall. Man weiß ja nie hier. Warte, ich komm noch mit. Ah, das da, das ist da, das sieht man sofort. Dass was ist. Okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, dass ich sofort die Starcoin einsammle, aber nein, eine Tür. Mit Türenallüren. Und dem. Dem Objekt der Begierde hier. Wunderschön! Geilomat! Marius am Start! Er ist voll hart! Red Coins. Ja, da kann man noch ein bisschen geschichtsträchtig werden. Red Coins feierten im Grunde ihr Debüt in Yoshi's Island. Aber dass man, da musste man 20 Stück finden für die 100%. Und dass es 8 rote Münzen war, das ist, hat debütiert in Super Mario 64, nicht wahr? Und das wurde dann auch eingebaut hier in dieser... Gut, es gab noch die roten Münzen in Super Mario Sunshine, aber... Nein, please not, also... Und, was macht ihr heute so? Ich wollte den einen gar nicht zerbashen. Ich nehme noch ein paar mit. Muss man das aufheben? Irgendwas war da. Mir fehlen noch Starcoins. Ich will die mal noch nicht einsetzen. Je länger ich warte, desto mehr Leben gibt es dafür. Knie. Da sind jetzt schon einige Na gut. Waren ja schon ganz gut dabei. So. Die Eisblume kommt auch mit gefälligst. Ja. Ich glaube... Ah, das hat die Sache enorm vereinfacht. Jetzt kommen diese Bälle ins Spiel. Arg. Jetzt bashen ohnehin die Knochen trocken. Ja, okay, da. Jetzt kommt's, glaube ich. Unbedingt behalten. Wie komme ich denn... Die Plattform hätte eh hier angehalten, oder was? Ach so. Da muss ich mit diesen nervtötenden Dingern die ganze Zeit quasi auseinandersetzen. Und das ist die Belohnung. Gut. Ich hatte noch was in meinem kranken Hirn in der hintersten Ecke abgespeichert. Das muss das gewesen sein. Also man merkt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Mit euch zusammen, ne? 2011. Damals hatte ich Super Mario Bros. 3 und dann World und dann New Super Mario Bros. Wii Let's Play. Da hat es noch keiner Let's Played. Und da haben alle angefangen, das zu Let's Playen. Aber echt so ziemlich jeder. War schon ein bisschen böse. Und jetzt interessiert sich kein Schwein mehr für die New Super Mario Bros. Spiele. Aber ich. Und deswegen zocken wir es. Wie gesagt, auch weil sie ein bisschen gesättigt waren durch die ganzen New Super Mario Bros. 2 und U und dann New Super Luigi U. Der kleine Lemmy möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Die Eltern, sprich Bowser und seine ominöse Mutter. Ne, obwohl, wird ja nicht gesagt, dass es die Kinder sind, ne? Eigentlich sind es nur Gefolgsleute von Bowser. Die Koopalinge. Sind nicht offiziell die Kinder, nur Bowser Jr. Die anderen sind einfach Gefolgsleute, besondere Koopas. Aber mein Gott, komm.
Das sind halt uneheliche Kinder. Ja, also. Man muss tun, was ein Bowser tun muss. Sieht aus, als hätten wir diesen Bereich der Eiswelt abgeschlossen. Und Toddy wird noch sein ganzes Leben auf seine Rettung warten müssen. Ja, ja. Ja, ja. Und jetzt kommt quasi die zweite Hälfte. Ja, cool. Dann passt es ja perfekt und es geht weiter im nächsten Part. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Nicht so geizig damit und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.